Ich bin Mika und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Aber gehen wir erstmal ganz zum Anfang zurück. Geboren bin ich auf der wunderschönen Insel Sulani. Das ist mein Papa Nick und das ist meine Mama Lumilina. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit auf Sulani. Ich konnte im Sand und mit unserem Hund Yuki spielen. Wir beide wurden schnell die allerbesten Freunde. Alles war so unbeschwert, bis wir im Herbst zurück in Mamas anderes Haus nach Brindleton Bay gezogen sind. Da hat sich Papa plötzlich irgendwie verändert. In dem Alter habe ich das alles noch gar nicht richtig mitbekommen, aber ich erinnere mich an einen riesigen Streit an meinem Geburtstag. Danach war alles nicht mehr so toll wie vorher. Meine Eltern stritten sich immer öfter und schließlich hat Mama viele unschöne Dinge über Papa rausgefunden und bat ihn zu gehen. Von da an gab es nur noch mich, Mama und Yuki. Klar habe ich meinen Papa vermisst, ich habe auch nicht verstanden, warum er sich nicht mehr gemeldet hat, aber eigentlich brauchten wir auch nur uns drei. Alles wurde wieder gut und wir konnten wieder glücklich sein. Zwei Häuser weiter wohnte Mamas beste Freundin Eloise. Damals erst zusammen mit ihrem Mann Caden und später auch mit ihrer gemeinsamen Tochter Amaya. Als meine Familie nach Brindleton Bay zurückkam, haben sich unsere Mütter oft getroffen. Und so haben sich auch Amaya und ich angefreundet. Da waren wir beide noch so klein. Aber seitdem waren wir unzertrennlich. Und auch als wir älter wurden, änderte sich das nicht. Wir haben stattdessen alles gemeinsam erlebt und wurden zusammen Jahr für Jahr größer und älter. Und schließlich merkten wir, dass wir vielleicht nicht nur beste Freunde waren. Am Anfang waren wir noch ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, wir wussten eigentlich beide schnell, dass wir uns längst ineinander verliebt hatten. Ja, und nun stehen wir hier, vor dem wohl größten Schritt in unserem bisherigen Leben. Wir ziehen aus. Und nicht nur das, wir ziehen zusammen und erfüllen uns gleichzeitig einen riesigen Traum. Seit ich denken kann, liebe ich Tiere. Yuki war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Und auch danach hat meine Mama immer wieder streunende Tiere bei sich aufgenommen. Sie ist mein allergrößtes Vorbild. Sie hat mir beigebracht, dass man an seinen Träumen festhalten und für sie kämpfen muss. Also habe ich aufgehört, mir nur vorzustellen, wie schön es wäre, Tieren helfen zu können. Mir nur zu wünschen, eines Tages einmal Tierarzt zu werden. Darum haben Amaya und ich große Pläne geschmiedet. Und nun wird tatsächlich alles bald wahr. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Aber als wir eigentlich nur zum Gucken vor ein paar Monaten nach Hanford gefahren sind, hörten wir plötzlich von dieser alten Farm. Erst waren wir skeptisch und unsere Eltern erst. Aber als wir das erste Mal auf dem Grundstück standen und uns in die Augen sahen, wussten wir beide, das ist es. Hier wird unser Traum wahr. Wir haben viel Arbeit und Zeit in unser neues Zuhause gesteckt. Zum Glück hatten wir wie immer viel Unterstützung von unseren Eltern. Und obwohl wir nur wenig Geld beisammen hatten, konnten wir uns ein Zuhause schaffen, das für uns nicht perfekter sein könnte. Ja, und das ist es, unser neues Zuhause. Und unsere eigene Tierarztpraxis. Ob alles genauso laufen wird, wie wir es uns vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Das klappt doch sowieso nie. Aber wir sind bereit für dieses neue Abenteuer. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So